Hallo zusammen, schön sind ihr heute alle dabei. Ich bin Katrin, arbeite in der Crossklinik als Sportwissenschaftlerin und darf euch heute im Vorfeld von der Sola Basel ein paar Tipps geben rund ums Lauftraining. Heute möchten wir uns kurz unterhalten über das Raumstabi-Training und wieso das so wichtig ist. Ganz, ganz viele Läufer, vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt das hier sieht, liebt einfach das Laufen von außen. Und wenn er kann, ist er immer von außen am Joggen. Ich kann das völlig verstehen und ich finde auch, das ist das Schönste. Nichtsdestotrotz sollte aber auch unser Raumstabi-Training halt im Training verankert sein. Einige Übungen, die folgen jetzt dann gerade dazu, dass ihr vielleicht einen ersten Input habt für zum Starten. Und zwar schauen wir die einfachen Raumstabi-Übungen an, die ihr selber umsetzen könnt. Franco geht jetzt gerade mal in die Unterarmstützposition. Das ist eine grundlegende Übung, die man gut kann nach dem Training oder auch als einzelnes Raumstabi-Training einbauen. Wichtig ist, dass die Schultern über den Ellbogen sind, die Unterarme sind parallel, die Wirbelsäule, der Kopf ist in der Verlängerung. Genau. Dann hier, ganz wichtig, sind wir im Raum stabil. Der Franco hängt nicht durch. Franco, du kannst es mal schlecht machen. Genau. Also es ist nicht die Position, sondern versucht sich hier aufzurichten, einen geraden Rücken zu halten, drückt sich hier schön raus mit den Schulterblättern und steht hinten auf der Zechenspitze. Genau, die Übung kann man dann erschweren, wenn man so schon recht fit ist. Man kann zum Beispiel mit den Füßen langsam ablüpfen und wieder abstellen. Genau. Man kann die Füße nach außen tippen und wieder zurücknehmen. Genau. Oder man kann nachher den Fuß außen stehen lassen und den anderen Fuß ebenfalls auf die andere Seite bewegen und wieder zurückkommen. Genau. Die Übung ist sehr eine effektive Übung, weil wir haben die Ganzkörperstreckung, die wir auch im Laufen versuchen umzusetzen. Und wir haben den Hüftbeuger nicht angenähert. Das heisst, wir haben eine Streckung im Hüftbeuger, wo wir auch oft das Problem haben, dass dort die Läufer verkürzt sind. Jetzt, warum soll ich das Rundstabi-Training machen? Das hat eigentlich verschiedene Gründe. Zum einen natürlich um einen stabilen Rumpf zu haben. Ihr wisst es selber, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und Grundlegendes im Laufen. Da gibt es auch sehr grosse Unterschiede, wenn man sich draussen mal ein bisschen achtet, wer aus einem so vorbeijoggt. Man soll Stabilität fördern, die man nachher auch im Laufen braucht und das halt mit spezifischen Übungen. Es braucht eigentlich gar nicht viel, so mit 2-3 Mal in der Woche, 15-20 Minuten, wo man wirklich intensiv das Stabi-Training macht, ist man schon recht gut dabei. Was ebenfalls sehr wichtig ist oder was man manchmal ein bisschen vergisst, ist natürlich, dass man mit einem stabilen Rumpf auch die Laufökonomie verbessern kann und durch das wird man nachher halt auch schneller, wenn es nachher um die Endzeit geht. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen, ihr habt vielleicht auch etwas gelernt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss zusammen.